Am Sonntag ist auch Julian Draxler wieder ins Training des FC Schalke 04 eingestiegen. Der Youngster sprach dort über die Rückkehr zum Alltag und seine Entscheidung gegen einen Wechsel ins Ausland. Ja gut, ich habe natürlich schon abgeschaltet, aber ja, gerade so die letzten Tage waren dann auch ein bisschen hektisch. Öfter mal das Telefon geklingelt, aber die Sache ist jetzt, glaube ich, vorbei. Ich bin froh, hier zu sein und brenne genauso auf die neue Saison wie die ganze Mannschaft auch. Und von daher ist das Thema für mich abgehakt. Ja gut, zum einen war es natürlich eine Sache des Herzens und auch vom Bauchgefühl, dass ich eigentlich hier alles habe, was ich brauche, dass ich sehr glücklich hier bin, dass mein Verein ist, der schon immer mein Verein war. Und klar, wenn man dann Angebote von großen Vereinen hat, wo auch viel Geld hintersteckt, dann würde ich lügen, wenn man nicht überlegt. Ist ja ganz klar, aber ich habe mir das reichlich durch den Kopf gehen lassen und bin jetzt sehr glücklich mit der Entscheidung. Jetzt sagen viele Fans, ein Jahr, dann geht er wahrscheinlich. Im nächsten Sommer müssen sie wieder überlegen? Das weiß man nicht. Man muss natürlich den Saisonverlauf abwarten. Das ist jetzt noch ganz weit weg für mich. Ich will jetzt erstmal ganz hart an mir arbeiten, mich weiter verbessern. Dafür bin ich hier geblieben, weil ich hier die Möglichkeiten dafür sehe, viel Spielpraxis zu kriegen. Und ja, das werde ich bestmöglich versuchen umzusetzen. Und dann wird man im neuen Jahr mit Sicherheit wieder neu überlegen müssen. Aber jetzt, Stand jetzt, heißt es auf keinen Fall, dass ich nur noch ein Jahr auf Schalke bin oder so ein Quatsch, was ich da gelesen habe. Sondern ich werde mich genauso im Urlaub nächstes Jahr hinsetzen und überlegen, wie ich dieses Jahr auch gemacht habe. Ich glaube, Horst Held hat da großartige Arbeit geleistet bis jetzt. Mit Leon Goretzka, glaube ich, einen super jungen Spieler dazu bekommen, der sehr viel Potenzial hat. Christian Clemens, noch sehr jung, hat auch bei Köln gezeigt, dass er was drauf hat. Felipe Santana, um die Abwehr zu verstärken. Und ja, ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir aus dem Kader auch mit unserem neuen Co-Trainer Peter Hermann und dem Trainerstab zusammen was Gutes basteln können. Reicht es, um oben ein bisschen zu ärgern? Platz 1 ist natürlich wie jedes Jahr vergeben an die Bayern eigentlich von Anfang an. Und, aber ich glaube schon, dass uns zuzutrauen ist, dass wir Platz 2, 3, 4 anvisieren können. Und deswegen gehen wir in die Saison, das wollen wir erreichen. Und ja, letztendlich werden wir dann am Ende der Saison dran gemessen. Revier Sport, die Sportzeitung.